Schönen guten Abend, einmal herzlichen Dank für die Einladung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass der diesjährige Arbeitsschwerpunkt von Koba und Partners so optimal zu dem passt, was ich in meiner Präsidentschaft im Bundesrat geplant habe. Das Thema meiner Präsidentschaft lautet: digitale Zukunft sozial gerecht gestalten. Wie Sie wissen, wird die Präsidentschaft im Bundesrat halbjährlich an das nächste Bundesland weitergegeben. Also vor mir war Vorarlberg und nach mir kommt das Burgenland. Ich persönlich habe die Ehre, das Amt des Bundesratspräsidenten schon zum zweiten Mal für die Bundeshauptstadt Wien zu tragen. Lassen Sie mich ein paar Worte zu dieser wunderschönen Stadt sagen. Ich denke, das passt ganz gut zu unserem Thema. Weltstadt Wien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Wien wurde 2018 zum 9. Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Damit steht Wien seit 2009 durchgehend an der Spitze dieses Rankings. Aber was bedeutet eigentlich lebenswert? Eine Top-Strom-Wasserversorgung, ein sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz, tolle Freizeitangebote, von der Gastronomie über Kunst, Kultur und so weiter und so fort. Lebenswert bedeutet mehr als das. Lebenswert ist eine Stadt, ist eine Region, wenn sie das Leben der Menschen, die in ihr leben, wertschätzt. Das, meine Damen und Herren, ist eine soziale Frage. Eine Frage, die wir nicht nur anerkennen müssen, sondern auch beantworten müssen. Und hier geht Wien, darauf bin ich sehr stolz, mit sehr gutem Beispiel voran. Wien beantwortet die soziale Frage mit einem sozialen Sicherheitsnetz. Ein Netz, das wir nicht durchlöchern, sondern Tag für Tag dichter weben. Ich denke da an die Mindestsicherung, an den sozialen Wohnbau, an das Angebot der Kinderbetreuung, an die Gratis-Nachhilfe und vieles andere mehr. Aber auch der Bereich der digitalen Welt steht Wien für eine offene Stadt. Wien beteiligt sich mit den Städten Lyon und München zum Beispiel an dem gemeinsamen EU-Projekt Smarter Together, bei dem es um Smart Cities geht. Die Plattform Smart Data Wien dient verschiedensten Smart City-Projekten in den Bereichen Energie, Gebäude und Mobilität. Auch mit der Wien Live App hat die Stadt ihr digitales mobiles Angebot bereits erweitert. Diese Maßnahmen sind ein gutes Vorbild dafür, wie die Digitalisierung der Allgemeinheit zum Nutzen gemacht werden kann. Nur so können wir unsere digitale Zukunft auch sozial gerecht gestalten. Ich möchte mich in meiner Präsidentschaft mit dieser sozialen Frage auf österreichischen Ebenen beschäftigen. Und dabei liegt eines für mich ganz klar auf der Hand. Um die soziale Frage für die Zukunft zu beantworten, müssen wir einen großen Fokus auf die digitale Dimension legen. Es wird zwar bereits überall von der fortschreitenden Digitalisierung gesprochen, aber nicht selten läuft diese Diskussion ins Leere, vor allem wenn es um die soziale Verantwortung geht. Dabei ist die zunehmende Digitalisierung im Alltag von jungen Menschen, zum Beispiel in der sozialen Kommunikation, aber auch bei älteren Menschen, wenn es um Arbeitsplätze durch neue Technologien geht, wenn die Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, dann ist diese Frage omnipräsent. Ich beobachte hier, dass es eine große Verunsicherung in der Gesellschaft gibt. So praktisch es ist, auf der einen Seite die Vorteile von Smartphones zu nützen, schürt aber das auch die Angst und schürt die Digitalisierung die Angst um den Arbeitsplatz.
Ich denke da an die Kassierin im Supermarkt, die nach und nach durch Maschinen ersetzt wird. Diese Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes kann ich gut verstehen, denn wie es auf meiner parlamentarischen Enquete am 14. März wieder deutlich wurde, obwohl Österreich zu den reichsten Ländern der Welt zählt, sind die Kinder und die Altersarmut noch immer ein reales Problem. 200.000 Pensionistinnen und Pensionisten sind armutsgefährdet, etwa 300.000 Kinder und Jugendliche sind armutsgefährdet. Das ist eine 500.000 schutzbedürftiger Menschen, die in unserem Land armutsgefährdet sind. Auch wenn wir im internationalen Vergleich vielleicht relativ positiv abschneiden, steht für mich fest, jeder Mensch, der von Armut betroffen oder gefährdet ist, ist einer zu viel. Bruno Kreisky hat einmal gesagt, man kann Umstände zur Kenntnis nehmen, darf aber nicht bereit sein, sie hinzunehmen. Armut in Österreich können und dürfen wir nicht hinnehmen. Es ist Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen jeder Mensch in Würde altern kann, Rahmenbedingungen für eine gute Kindheit mit guter Bildung für jedes Kind in unserem Land. Und das heißt auch, vom Fortschritt der Technik und der Digitalisierung sollen alle Menschen etwas haben. Neue Technologien sollen der Allgemeinheit nutzen und nicht nur wenigen Profiteuren. Um diese Schieflage aufzuheben, braucht es Antworten auf die Digitalisierung, Antworten, Maßnahmen und Lösungen, wie auch die Arbeitnehmerin und der Arbeitnehmer vom technischen Fortschritt eines Unternehmens profitieren können. Hier ist ebenfalls wieder die Politik gefragt. Wir tragen die Verantwortung, die digitale Zukunft sozial gerecht zu gestalten. Es liegt mir sehr persönlich sehr am Herzen, in dieser Diskussion weiterzukommen und Lösungsansätze zu finden. Im Rahmen meiner Präsidentschaft habe ich daher ein Programm an unterschiedlichen Veranstaltungen und Maßnahmen erstellt, um diese Antworten auf die Digitalisierung unserer Welt etwas näher zu kommen. Dazu gehört eine parlamentarische Enquete, die am 14. März stattfand, mit dem Titel Älter, Jünger, Ärmer – Zukunftsstrategien gegen Armut in Kindheit und Alter. Hier wurden in unterschiedlichen Panels zu Altersarmut und zu Kinderarmut mit Expertinnen und Experten sowie mit Betroffenen diskutiert. Um die Ergebnisse festzuhalten, werden wir eine Broschüre von dieser Enquete erstellen. Am 19. Februar habe ich zu einer Podiumsdiskussion zum Thema digitale Arbeitswelt gestalten geladen. Hier wurde in den Fokus gestellt, wie man die neuen Herausforderungen der Arbeitswelt sozialgerecht gestalten kann und welche Auswirkungen Digitalisierung, Crowdworking und Sharing Economy auf unsere Gesellschaft haben. Wenn es Sie interessiert, es gibt einen ganz tollen Radiobeitrag von Radio Technikum dazu. Und nicht zuletzt fand am 23. Jänner eine Präsentation der Arena-Analyse 2018 Wir und die anderen in unserem Parlament statt. Hier möchte ich insbesondere noch einmal auf die Online-Konsultation zum Thema digitale Zukunft sozialgerecht gestalten aufmerksam machen. Über die Plattform www.digitalerwandel.at sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, noch bis zum 15. April 2018 über Fragen zur Digitalisierung, zur Rolle der Gesetzgebung und zum sozialen Zusammenhalt mitzudiskutieren. Die Ergebnisse der Online-Diskussion werden anschließend in einem Bericht zusammengefasst und den fachlich zuständigen parlamentarischen Ausschüssen vorgelegt. Lassen Sie mich abschließend auf die Arena-Analyse noch etwas tiefer eingehen. An dieser Stelle möchte ich nochmals einen herzlichen Dank an Kova und Partners und an das IHS richten. Denn ich finde, dass diese Studie eine sehr gute Grundlage liefert, um mögliche Ausgangswege und Strategien wie
der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gestärkt werden kann, zu finden. Die Arena-Analyse stellt vor allem die Frage der Bildung, auch als Mittel zur Emanzipation. Ich möchte hier natürlich insbesondere auf die Schulmodelle aufmerksam machen. Die Zusammenhalt und das soziale Miteinander in den Vordergrund stellen. Ganztagsschule, Gesamtschule, gemeinsame Schule und die Module. Denn dieses Miteinander ist es, das wir hervorheben müssen, gegenüber den trennenden, von einer Leistungsgesellschaft getriebenen Gegeneinander. Im Miteinander leben, lernen und gestalten sind ganz wesentliche Elemente für den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft. Schon heute nimmt hier die Zivilgesellschaft in einem sehr weit gefassten Feld eine unheimlich wichtige Rolle ein. Sei es Musikkapellen am Land, Caritas, Volkshilfe, die Asylwerbenden bei ihrer Ankunft in einem neuen Land unterstützen. Die Frage nach einem Ausweg aus der Spaltung unserer Gesellschaft bedeutet, Strategien zu finden und folgend natürlich auch umzusetzen, die den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte abschließend eines sehr hervorheben. Es ist an der Zeit, das gesellschaftliche Zusammenleben neu zu denken. Und dabei ist es die Aufgabe und unsere Aufgabe, auf den sozialen Zusammenhalt zu achten. Die Politik muss sich darum kümmern, dass die Gesellschaft nicht auseinanderdriftet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die digitale Zukunft muss eine soziale Zukunft sein, sonst verdient sie den Namen Zukunft nicht. Bitte sehr.